wunderbar. Ganz ausgezeichnet. Es gibt nichts über frische Kräuter. Freut mich, wenn es dir schmeckt, Arthur. Magst du noch ein bisschen? Danke, nein. Also, wenn ich mich deiner Kochkunst weiter so hemmungslos hingebe, dann ist bald eine neue Konfektionsgröße fällig. Sie vielleicht noch einen kleinen Nachschlag, Herr Carlos? Nein, danke. Wenn man aus dem Land der Gauchos kommt, wird man doch noch ein ordentliches Frühstück vertragen. Zum Frühstück aß mein Großvater 3 halbrohe Steaks und saß anschließend den ganzen Tag im Sattel. Meine Generation ist bereits mit Müsli aufgewachsen. Na, dann seid selber schuld. Denn allzu lang werdet ihr meine Küche nicht mehr genießen können. Wie meinst du das? Hertha! Ich gehe wieder zurück auf den Meerhof. Der Max will ein paar Ferienwohnungen bauen und eine Sauna und vielleicht ein paar Pferde einstellen. Ich bin stolz, dass der Bub trotz allem was aus dem Hof macht. Und ich werde ihm dabei helfen, so gut ich das eben kann. Herr Dung, du darfst nicht weggehen. Das fällt mir ja eh so schwer, Elisabeth. Aber weißt, der Meerhof, das ist der Hof von meinem Vater. Da bin ich aufgewachsen. Da war ich so ein kleines Dirndl, wie du jetzt bist. Und das ist eben mein Zuhause. Guten Morgen, Frau Doktor. Eine Minute Geduld und schon gibt's frischen Kaffee. Na, Tasse nehme ich gern. Jetzt hast du mich aber erschrecken, Martin. Ich habe sowieso noch nicht gefrühstückt. Die Frau Doktor ist noch nicht da, sie müsste aber jeden Moment kommen. Ich möchte nicht zu Frau Doktor. Ich wollte zu dir. Ich würde dich gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Mich? Mhm. Sag, kannst du mir von dieser Dame Strafregisterauszug besorgen? Elke Thorberg? Martin, du weißt, dass das unmöglich ist. Wir sind ein Gericht und kein Auskunftsbüro. Und durch die, ja, sagen wir, private Verbindung der Frau Doktor. Um diese private Verbindung geht es ja. Weißt du, mein Bub, der Sebastian, hat sich in diese Dame verschaut, um es nicht drastisch auszudrücken. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, warum, aber ich möchte nicht zuschauen, wie eine Kriminelle heiratet. Eine Kriminelle? Sie ist vorbestraft und ich möchte wissen, ob es da noch etwas gibt, weißt du? Na, so, Regine. Ich muss dich doch nicht an unsere alte Bekanntschaft erinnern. Wenn du mir den Strafregisterauszug besorgst, verspreche ich dir auch, dass die Frau Doktor nichts davon erfährt. Also gut, Martin. Aber wohl ist mir dabei nicht. Ich danke dir, Regine. Übrigens, wir sollten vielleicht mal miteinander essen gehen und über alte Zeiten plaudern. Hast du Lust? Passt. Zum alten Preis wie immer. 20 Schilling der Liter. Wie wir gesagt haben. Dann wollte ich noch was von dir, Leopold. Mir ist der Berg als Lieferant ausgefallen. Sein Ventliner ist heuer untrinkbar, sagt er. Hast nicht noch was zum Verschneiden? 1000 Liter, die ich brauche. Also, na, ich hätte schon was. Was darfst du denn zahlen? 12 Schilling für den Liter. Nein. 15. 15? Verdiene ich nichts dabei, soll es sein. Na gut, ich liefere dann noch heute. Passt. Gut, dann fahre ich jetzt die Kinder zur Schule und fahre dann gleich weiter nach Wien. Übermorgen würde ich dann wieder hier sein. Du kommst, wann immer du willst, Carlos. Unser Gästezimmer ist für dich bereit. Danke, Julia. Dios. Ich weiß nicht. Ich habe immer noch ein komisches Gefühl, wenn die Kinder zu Carlos in den Wagen steigen. Er hat sich geändert, Arthur. Das ist doch nicht zu übersehen. Hast du noch Zeit? Ja. Carlos hat Wolfgang unter einem nicht unerheblichen Risiko aus dem Keller gerettet. Das will ich mal nicht vergessen. Aber trotzdem habe ich meinen alten Freund Dr. Schönfeld, unseren Attaché, in Buenos Aires um einige Informationen gebeten. Und
Er hat mich vor einiger Zeit zurückgerufen. Ja und? Das, was Carlos sagt, stimmt. Er ist Erbe und Eigentümer von Ländereien, auf denen im großen Stil Viehzucht betrieben wird. Ja, aber das ist ja wunderbar, Arthur. Warum sagst du mir das erst jetzt? Um zu verhindern, dass du ihm in der ersten Euphorie ein lebenslanges Wohnrecht einräumst. Es wird langsam eng bei uns. Er soll sich eine eigene Bleibe suchen. Er will sich ja hier in der Nähe ein Haus kaufen. Was soll das gefälligst tun? Ich habe keine Lust, mich vor meinem eigenen Badezimmer anstellen zu müssen. Also nicht langsam gefällt mir das Leben in einer Landkommune. Jedem sein eigenes Badezimmer ist ein gesetzlich verbrieftes Grundrecht. Der Teufel, dein Sachkundetest, Elisabeth. Das Schlosschambon wurde erbaut von Bernhard Fischer von Erlach im Auftrag von Kaiserin Maria Theresia und hat 1400 Zimmer, aber kein Badezimmer. Es gibt ja sicher eine Eins. Die Streberin schreibt immer eine Eins. Ciao, Carlos. Mach's gut, mein Sohn. Sie nach Wien? Ja. Würden Sie so lieb sein und mich mitnehmen? Selbstverständlich. Danke. Macht er Probleme? Was heißt Probleme? Seit wir das Auto haben, gibt's nichts wie Zores. Jeden zweiten Tag ist irgendwas mit der Kraxen. Darf ich fragen, was Sie nach Wien führt? Ja, sicher. Ich bewerbe mich um einen Job. Was ist das für ein Job? Das ist nichts Aufregendes. Eine Stelle als Bürokraft in einem Automarkt. Und ich muss jetzt endlich was dazu verdienen. Die Kinder sind schon groß. Und wenn ich meinem Mann vor vollendete Tatsachen stelle, dann wird er schon nichts dagegen haben. Bei uns in Argentinien achtet man sehr darauf, dass sich eine schöne Frau ihre Hände nicht mit harter Arbeit verdirbt. Wie soll das denn gehen, bitte? Machen in Argentinien die Männer den Haushalt? Nein, nein, das nicht. Wir müssen schon alle hart arbeiten, Frauen wie Männer. Aber wir träumen eben immer noch davon, als freie Caballeros nur für die Liebe und die Leidenschaft zu leben. Na ja? Mein Name ist Carlos Oppermann. Erna Struppreiter. Erna? Ein ausdrucksvoller Name. Guten Morgen, Regine. Na, alles in Ordnung? Danke, Frau Doktor, ich kann nicht klagen. Die Postmappe liegt auf Ihrem Tisch. Und der Kaffee ist auch schon fertig. Na wunderbar, danke, Regine. Oje, die Milch ist sauer. Das macht doch nichts, ich kann den Kaffee ja mal schwarz trinken. Nein, nein, ich habe draußen eine frische. Da wir nicht sicher sind, ob die erste Übertragung bei Ihnen ankam, übersenden wir Ihnen noch einmal den Strafregisterauszug Elke Thorberg. Regine, haben Sie sich den Strafregisterauszug von Elke Thorberg kommen lassen? Für mich ist das ein ganz krasser Vertrauensbruch. Wo kommen wir denn da hin, wenn man sich auf die eigene Kanzleileiterin nicht mehr verlassen kann? Mir ist schon klar, dass hier immer eine Hand die andere wäscht. Aber alles hat seine Grenzen. Der Strafregisterauszug ist eine höchst vertrauliche Angelegenheit. Das muss ich Ihnen nach so vielen Dienstjahren doch nicht erklären. Es war doch nur ein Gefallen. Sie kennen doch den Martin. Ach, den Herrn Bürgermeister. Man kann doch nie Nein sagen, wenn er einem um etwas bittet. Na Mann, schon. Sie vielleicht nicht. Er macht sich eben Sorgen. Wer ist denn schon glücklich darüber, wenn der eigene Sohn eine Kriminelle heiraten will? Ach, daher weht der Wind. Also in Ihrem Fall, Regine, ist das vielleicht nur Dummheit. Aber im Fall vom Herrn Bürgermeister, kalte Berechnung. Dr. Laubach, den Herrn Bürgermeister bitte. Er ist auswärts. Würden Sie ihm bitte ausrichten, er möchte mich dringend zurückrufen. Danke. Na, wunderbar. Verletzung des Amtsgeheimnisses, verbotene Intervention, das alles in meinem Gericht und vor der zweiten Tasse Kaffee. Thank you.
viel Glück bei Ihrer Bewerbung. Danke, Carlos. Das ist lieb von Ihnen. Jetzt bin ich sogar noch zu früh dran. Bedauerlicherweise muss ich gleich weiter. Aber Mittag hätte ich 2 Stunden Zeit. Ich würde Sie gerne zum Essen einladen. Könnten wir gleich hier einen neuen Job feiern? Naja, warum eigentlich nicht? Meine Freundin ist ohnehin bis um 5 im Büro eingespannt. Also gut, ich nehme Ihre Einladung gern an. Sagen wir 1 Uhr am Stephansplatz vor der Kirche? Gerne. Servus. Grüß dich, Vater. Was wird denn, dass es fertig ist? Elke wünscht sich ein Blumenbett. Naja, aber dass es zum Aussehen zu spät ist, das ist doch schon klar, ne? Ich weiß. Ich habe Containerpflanzen gekauft. Ich muss mich beeilen, dass ich fertig bin, wenn sie von Wien zurückkommt. Was ist in Wien? Ja, sie stellt sich bei einer Tageszeitung vor. Die suchen noch jemand. Aber sicher nicht sie. Wie meinst du das? Ich muss mit dir offen und ehrlich reden. Offen und ehrlich? Das klingt unangenehm. Sebastian, ich mein's ernst. Der Gerichtsbrief von neulich. Wenn du irrtümlich lesen musstest. Sie ist 3-mal wegen Diebstahls verurteilt. Und alle 3 Vorstrafen datieren aus dem letzten halben Jahr. Ich weiß das. Elke hatte anfangs Schwierigkeiten mit dem Kind. Naja, und die Zurückweisung von Dr. Laubach und keinem Job. Das alles hat sie kompensiert. In Zwängen. Kleptomanie. In aufgeklärten Ländern wird man dafür nicht verurteilt, sondern in Therapie geschickt. Tja, es mag schon Länder geben, wo die Menschen so blöd sind, dafür Steuern zu verschwenden. Aber wir leben in Österreich. Und der österreichische Steuerzahler hat dafür kein Verständnis. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass du mit einer Kriminellen in meinem Haus wohnst. Trenn dich von der Frau, sie ist nichts für dich. Weißt du was? Es ist mir sowas von egal, wie du darüber denkst. Ich lebe mit dieser Frau zusammen, der Rest geht dich einen Scheiß an. Ich weiß ja nicht, wie du an diese Information gekommen bist. Wahrscheinlich mit diesen altbewährten Methoden. Aber hinter einem Menschen herumzuspionieren, das ist wohl das Tiefste. Als dein Vater werde ich mir noch Gedanken machen dürfen über meine zukünftige Schwiegertochter. Noch dazu, wo sie in eine gut gehende Firma einheiraten würde. Schieb dir deine Firma sonst wo rein. Um Mitternacht seid ihr draußen! Ist das klar? Sebastian. Ist was mit dir? Mit Marianna? Nein, sie schläft. Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ja, komm. Ich habe den ganzen Einkauf im Wagen. Aber lass ihn. Komm, Augen zu. Nicht schummeln. Du schummelst? Ja, komm. Vorsicht. Jetzt? Augen zu! Ja.
Komm, komm, Vorsicht, bücken. Geht's? Du schummelst? Ja. Ja. Nicht schauen. Nicht Nein, schauen. Immer noch nicht. Na komm, gut. Vorsicht. Mein Gott, das Augen ist zu. Das spannend. Augen ja. Zu. Jetzt. Oh Gott. Ein Blumenbeet. Gott, ist das schön, danke. Gefällt's dir? Ja, wahnsinnig. Sag, wie hast du das denn gemacht? Naja, einfach Pflanzen vom Gärtner gekauft und eingesetzt. Also, ich hätte niemals gedacht, dass du so einen kindischen Wunsch von mir ernst nimmst. Was ist denn, hm? Wegen dem Vorstellungsgespräch? Das passiert mir jetzt schon zum dritten Mal. Ausbildung und Lebenslauf würden einigermaßen passen, aber dann schicken Sie uns bei Zeiten ein polizeiliches Führungszeugnis. Sie verstehen, das ist kein Misstrauen, aber die Stelle erfordert absolutes Vertrauen. Aus, vorbei, auf Wiederschauen. Krieg nie wieder einen Job als Journalistin. Du wirst ganz sicher einen Job bekommen. Ganz sicher. Als Klofrau vielleicht. Anna! Na, hat es geklappt? Darf man gratulieren? Leider nein. 26 Bewerberinnen für eine einzige Stelle. Und da erzählen sie uns was von Hochkonjunktur am Arbeitsmarkt. Das ist aber schade. Na, hoffentlich kriegen wir hier als kleinen Trost ein halbwegs gutes Essen. Darf ich? Danke. Aber erwarten Sie sich nicht zu viel von meiner Gesellschaft. Ich bin nur eine langweilige Hausfrau aus Retz. Eine langweilige Hausfrau? Ich halte Sie für eine hochattraktive, sehr charmante Lady. Ich hoffe, ich kann mich Ihrer Begleitung würdig erweisen. Meine Güte. Aber trotzdem, danke. Das ist eine Flachsen. Ein Schnitzel kann hier und da eine Flachsen haben, lieber Karl. Ja, schon, aber nicht so eine. So, bitte sehr, 2 Viertel Hauswein. Danke. Und ein Mineral. Fräulein, was ist denn der Hauswein? Na, der da. Ja, schon, aber ich meine, was für eine Sorte. Bitte, da muss ich den Chef fragen. Na, dann tun's das. Bitte. Mit dir essen gehen ist jedes Mal ein Drama. Ich weiß gar nicht, was du hast. Schmeckt doch ausgezeichnet. Bitte reg dich nicht auf, Hermine. Ich will ja nur wissen, als was sie uns den Hauswein verkaufen. Auch als Lebensmittelinspektor muss man akzeptieren, dass man in Pension ist. Ein Beamter ist nie in Pension, sondern nur in Ruhe. Und er kann jederzeit aktiviert werden, solange er lebt. Warum kannst du nicht den Garten umstechen? Oder Briefmarken sammeln wie deine anderen Kollegen? Bitte, das ist ein Cuvée von grünem Veltliner und einem Riesling im Verhältnis 3:2. Danke, Fräulein. Bitte. Das ist nie im Leben ein Cuvée von Veltliner und Riesling. Und schon gar nicht 3:2. Das habe ich mit keinem Wort gesagt, Hermine. Ich habe nur zum Ausdruck gebracht, dass es kein Cuvée ist. Aber gegen den Durst reicht's allemal. Also ich habe mich schon, ich glaube, bei fast 30 Stellen beworben und es ist immer das Gleiche. Ich bin einfach zu lang weg vom Beruf, fast 16 Jahre. Mama, frage ich mich ohnehin, wie wir das die ganze Zeit geschafft haben, nur mit dem Gendarmengehalt von meinem Mann. Aber wenn wir uns jetzt was leisten wollen, muss ich endlich dazu verdienen. Sie werden sicher eine Stelle finden. Ja. Wenn ich das nicht glauben würde, würde ich ja auch nicht weiter suchen. Ich gebe nicht so schnell auf. Hier oben war ich auch noch nie.
kommen so selten in die Stadt, höchstens einmal im Jahr. Dabei würde ich so gern öfter was unternehmen, einmal ins Kino gehen oder ins Theater. Vielleicht auch in ein Konzert. Darf ich Fernsehen? Danke für das Abendessen, Oma. Es hat sehr gut geschmeckt. Wäre der passendere Übergang, hm? Danke für das Abendessen, Oma. Es hat sehr gut geschmeckt. Ich würde nämlich auch gerne Fernsehen. Und eigene Worte hätten die Köchin noch mehr gefreut. Also, haut schon ab. Danke. Bringst du uns den Nachtisch zum Fernseher? Was nicht noch alles? Obst oder Eis? Eis. Warum machst du das Dienstmädchen für die Kinder? Weil ich blendend gelaunt bin. Darf ich dich noch auf einen Wein einladen? Gern. Wenn du mir den Grund deiner guten Laune mitteilst. Der Grund ist ganz einfach. Wir sind allein. Carlos ist in Wien, die Kinder beschäftigt, Hertha bei Max. Eigentlich ist das diese Art von Landleben, mit der ich was anfangen könnte. Allein und in Ruhe. Und nicht wie auf einem Dorffriedhof. Ist dir aufgefallen, dass wir auf dem Jenbacher Hof so gut wie nie allein waren? Ja, das Vergnügen werden wir jetzt öfter haben. Werden das himmlische Zeiten. Auf dich. Das war wirklich eine gute Idee von Ihnen mit dem Konzert, Carlos. Ich glaube, so was Schönes habe ich 15 Jahre nicht mehr erlebt. Mag jemand keine Musik? Das war eigentlich nur sein Dienst und nach Feierabend sein Bier und sein Fernseher. Naja, also ich will jetzt nicht ungerecht sein. Einmal im Jahr. Und zwar meistens an unserem Hochzeitstag, da gehen wir fein essen und anschließend tanzen. Dabei habe ich früher so gern getanzt. Darf ich Sie um den nächsten Tanz bitten? Schöne Erna. Sie tanzen wunderbar. Sie tanzen wunderbar. Keine Kunst, wenn man so eine schöne Frau wie Sie in den Armen hält. So wie Sie reden, können wir es ja fast glauben. Ich möchte wetten, Ihr Mann sagt es Ihnen tagtäglich, wie hübsch Sie sind. Ich glaube, sowas hat er überhaupt noch nie gesagt. Das glaube ich nicht. Haben Sie eine Ahnung? Wir sollten jetzt aufhören, über den Heinz zu reden. Einen Abend lang. Nur für einen Abend lang? Wir schlafen da drinnen! Ich kann nichts dafür tun, aber der Herr Vater hat auch geschafft, dass wir die Hütten heute schleifen. Das darf doch nicht sein! Leider doch. Ja, langsam, langsam, Kurzbauer. Ja. Schließlich habe ich in der Firma auch noch was zu sagen. Und ich sage Ihnen, fahren Sie weg mit diesem Caterpillar! Lieb und gern, Herr Juniver. Oder Chef sind leider nicht Sie, sondern Ihr Herr Vater. Frau, ich gebe Ihnen jetzt eine Stunde lang Zeit zum Bocken. Und dann fällt der Caterpillar da hinein. Tut mir leid.
Carlos, es ist 7 Uhr vorbei. Ich habe dem Heinz gesagt, dass ich den ersten Bus nehme und um 7:30 zu Hause bin. Kein Problem, ich fahre dich. Nein, Carlos, ich nehme den Bus. Glaubst du nicht im Ernst, dass ich dich nach so einer Nacht alleine mit dem Bus zurückfahren lasse? Hm? Gut, aber bitte beeil dich. Guten Morgen, Regine. Morgen, Frau Rath. Regine, ich habe gestern alles gesagt, was zu sagen war. Wir müssen jetzt nicht ein Drama draus machen. Ich mache nur draus, was es ist. Und das ist schlimm genug. Eine Verletzung des Amtsgeheimnisses. Und das passiert mir nach 35 Dienstjahren. Und deshalb möchte ich Sie auch bitten, diesen Brief zur Kenntnis zu nehmen. Bitte um Versetzung in den dauernden Ruhestand. Aber Sie bitten ja auch um die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen Sie. Das ist richtig, Frau Rath. Aber ich habe immer geglaubt, der Dienst hier am Gericht, der macht Ihnen Spaß. Es ist viel mehr als Spaß. Jeden Tag in der Früh schon beim Aufwachen freue ich mich auf meine Arbeit hier am Bezirksgericht. Das ist mein Leben. Ich habe ja nie was anderes gemacht. Andere haben einen Mann und haben Kinder. Aber ich habe doch nur diese Kanzlei. Warum wollen Sie dann auf diese Kanzlei verzichten? Weil ich untragbar bin. Eine Kanzleileiterin, die ihr Amt missbraucht, ist untragbar. Jetzt einmal langsam, Regine. Der Brief und der Schritt, den Sie vorhaben, der ehrt Sie. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Sie auch in Zukunft alles vermeiden werden, was auch nur den Hauch einer schiefen Optik ausmachen könnte. So, und jetzt zerreißen Sie diesen Brief und ich betrachte die Angelegenheit zwischen uns beiden als ausgesprochen und erledigt. Was mich viel mehr ärgert, ist die Tatsache, dass der Herr, dem Sie die ganze Situation verdanken, es nicht einmal für nötig findet, zurückzurufen. Ja, Laubach, den Herrn Bürgermeister bitte. Den ganzen Vormittag in der Firma erreichbar. Ja, gut, danke. Also, zerreißen Sie diesen Brief. Endlich. No. Sehr gut. Und ich werde mir jetzt einmal unseren Herrn Bürgermeister vornehmen. Sebastian, soll ich nicht mitkommen? Nein, das ist eine Sache zwischen mir und meinem Vater. Du bist wirklich das Letzte. Soll ich dir sagen, was du bist? Ein kleinlicher, herrschsüchtiger Mensch, der glaubt, alles muss nach seiner Pfeife tanzen. Da hast du dich aber geschnitten. Die Aktion von heute Morgen zeigt doch nur, was für ein Würstel das du bist. Na, weißt du es jetzt? Ich hab dir gesagt, dass du bis Mitternacht draußen bist, weil ich das Haus abreißen lass. Natürlich hätte ich die Geiger hinten morgen oder übermorgen oder in 3 Wochen abreißen lassen können. Aber ich habe es heute getan. Und ich werde dir auch sagen, warum. Weil ich meinen Sohn nicht von einer Kleptomanin über den Tisch ziehen lasse. Pass auf, wenn du schon so blöd bist, dass du nicht bemerkst, was dein Freund Thorberg mit dir vorhat, dann musst du mir rein. Was? Zuerst lasst sie sich vom Mann von unserer Richterin ein Kind machen und jetzt sucht sie sich einen Trottel, der sie ihr so als Kind ernährt. Trottel, sagst du nicht zu mir, ja? Noch etwas, mein Sohn. Wenn du schon mit dem Schwanz denkst, dann geh in Zukunft zu einer Profi-Nutte und nicht zu einer Amateurin. Das kommt auf die Dauer billiger. So redest du nicht zu mir. Dann wir wohl auch zu einem Flitzchen sein dürfen. Sebastian! Was im
immer die Herren zu besprechen haben, aber diese Art der Diskussion dürfte später wohl von beiden Seiten bedauert werden. Nur eine kleine Familienangelegenheit, Frau Doktor. Sie kommen ungelegen. Ich habe nicht vor, mich in Ihre Familienangelegenheiten zu mischen, Herr Reidinger. Aber ich vermute, dass Ihre Diskussion mit dem Grund meines Besuches zusammenhängt. Ich möchte Sie gerne unter vier Augen sprechen, Herr Reidinger. Gehe ich fehl in der Annahme, dass die Aufregung Ihres Sohnes mit der Strafregisterauskunft zusammenhängt, zu der Sie meine Mitarbeiterin genötigt haben? Von Nötigung kann doch wohl nicht die Rede sein. Vielleicht nicht in strafrechtlicher Hinsicht, aber ganz sicher in menschlicher. Oder wie würden Sie das nennen, wenn Sie als Ortskaiser eine kleine Gerichtsbeamtin um einen sogenannten Gefallen bitten? Ich bin kein Ortskaiser, Frau Doktor. Ich bin ein gewählter Politiker. Und die kleine Gerichtsbeamtin, wie Sie sie nennen, hätte Nein sagen können. Und um die Zukunft meines Sohnes werde ich mir doch wohl Sorgen machen dürfen. Das Recht auf Sorge sei Ihnen unbenommen. Aber was Sie gemacht haben, nennt man laut Strafgesetzbuch eine verbotene Intervention. Jetzt machen Sie sich lächerlich. Wenn sich hier jemand lächerlich macht, dann sind Sie das, Herr Reidinger. Keine Angst, ich werde die Sache nicht an die große Glocke hängen, obwohl ich eigentlich dazu verpflichtet wäre. Es ist mir völlig klar, dass in unserem Land und vermutlich nicht nur in Österreich jeder irgendwo jemanden sitzen hat, bei dem er glaubt, er kann sich's richten. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein, Herr Reidinger. Unsere Demokratie verdient ihren Namen nicht, solange Politiker so agieren, wie Sie es offensichtlich für selbstverständlich erachten. Und ich es zum Kotzen finde. Ja, guten Tag. Julia! Danke, dass da drinnen das war. Sag mal, so kenne ich dich ja gar nicht. Ja, wie kennst du mich denn? Als einen beherrschten, vernünftigen jungen Mann. Was war denn los? Er hat heute in aller Früh den Caterpillar geschickt, um das Haus niederreißen zu lassen. Nein. Und Elke? Sie ist ziemlich fertig. Wir fahren jetzt erstmal nach Wien in die Wohnung. Das ist auch das Vernünftigste. Ihr seid mir übrigens jederzeit am Jenbacher Hof herzlichst willkommen. Auch deine Frau. Danke. Rausbringen, Carlos. Das war doch selbstverständlich. Also dann. Ich bin immer noch so verwirrt, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ich auch. Ich weiß nur, dass ich dich wiedersehen muss. Das ist bei mir nicht so leicht. Ja, ich weiß. Aber du willst es doch auch. Ich rufe dich an. War vor fünf, da bin ich allein. Papa. Der Wein? Bei mir? Das ist völlig unmöglich. Heinz, du kennst mich doch. Traust du im Ernst zu, dass ich meinen Wein patsch? Jetzt reg dich ab, Kasper. Und wenn es dich beruhigt, ich trau's dir nicht zu. Aber ich habe eine Anzeige. Und die muss ich nachgehen. So. Da steht's. Wurde im Cuvée-Wein des Gastronomiebetriebes Kaspar Lehofer ein Alkoholgehalt von nur 9,2% festgestellt. Wodurch es als erwiesen gilt, dass dieser Wein mit Wasser gestreckt wurde. Der Anzeiger ist ein pensionierter Lebensmittelprüfer, der in deinem Lokal gegessen hat. Es tut mir furchtbar leid, Kasper. Ich muss noch mal eine Probe nehmen. Das kannst du gern machen. Aber ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, dass ich habe in den Cuvée-Fasel verschiedenste Veltliner verschnitten. Alle 97er aus unserer Gegend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von unseren Weinbauern so eine Schweinerei macht. Wie traust du dem Kasper auch nicht zu? Schließlich bin ich ja seit Jahrzehnten Stammgast bei ihm. Wer weiß, was dieser pensionierte Lebensmittelprüfer da in seine Spritzen gehabt hat. Du Gustl, borg mir doch mal dein Handy. Die Erna hat heute bei einer Freundin in Wien übernachtet und war noch nicht zurück, wie ich in den Dienst gegangen bin. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Du brauchst dir keine Sorgen machen, Chef. Ich hab sie heute in der Früh gesehen, wie sie am Platz aus dem Auto ausgestiegen ist. Du wirst euch knapp verpasst haben. Aus dem Auto ausgestiegen? Also das eben in meinem Alter noch einmal Autostopp, das hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Aber der nächste Bus wäre erst in 2 Stunden gegangen. Ach, ich habe einen Hunger heute. Was gibt's denn? Frischiertes und Erdäpfelpüree. Ich habe nichts Großes gekocht. Das passt schon, Anna.
Sind die Kinder? Die Susi ist im Kino. Der Manfred ist noch in der Berufsschule. Und der Stefan sitzt oben vorm Fernseher. Ah ja. Sag mal, was ist denn das für einer, der dich heute beim Autostopp mitgenommen hat? Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Irgend so ein Vertreter. Wir haben eigentlich nur über das Wetter geredet. Cachos de ternera. Das ist ein Gericht, das meine Großmutter nur an Feiertagen zubereitet hat. Ja, lasst es euch schmecken. Danke. Schade, dass Arthur nicht davon probieren kann. Arthur ist heute mit einem Klienten in der Stadt. Und kommt, wenn überhaupt, sehr spät. Ich wusste gar nicht, dass du kochen kannst, Carlos. Ich glaube, da gibt es einiges, was du mir nicht zutraust. Warum kochst du Feiertagsessen, wenn kein Feiertag ist? Oh nein. Heute ist ein Feiertag für mich. Stellt euch vor, ich habe heute in Wien einen Geschäftskontrakt unterschrieben für 300.000 Kilogramm Rindfleisch. Ich werde nächste Woche für 14 Tage nach Buenos Aires fliegen. Kommst du aber schon wieder? Aber natürlich, Pepita. Ich muss doch noch hier in der Gegend ein Haus finden, welches ich kaufe. Das Angebot am Immobilienmarkt ist nicht gerade berauschend. Ich habe mich ein bisschen für dich umgehört. Ich werde schon ein Haus finden. Vielleicht, vielleicht nicht nur ein Haus. Wie meinst du das? Der Herr, der den Hasen erschaffen hat, lässt auch das Gras wachsen, welches ihn ernährt. Dass gerade du solche Sprichworte gebrauchst. Warum setzt du dich nicht und isst mit uns? Ich setz mich gleich zu euch. Ich muss nur noch ein kleines Telefonat erledigen. Ich kann jetzt nicht sprechen. Meine ganze Familie sitzt nebenan beim Fernsehen. Du bist völlig übergeschnappt, Carlos. Ja, also gut, aber nicht vor eins. Nein, auf gar keinen Fall. Beim alten Kloster. Am besten gleich zur Sache, Herr Leofer. Das Laborergebnis der zweiten Untersuchung hat leider das der ersten bestätigt. Ihr Wein, der Veltliner Cuvée aus dem beanstandeten Fass, ist mit 13% Wasser gestreckt. Was? Na, das haben wir jetzt wirklich von den Socken. Entschuldigen Sie schon den Ausdruck, Frau Rath. Ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie was zu Schulden kommen lassen. Da glauben Sie wirklich, wegen ein paar hundert Schilling, die ich vielleicht auf die Art verdiene, setze ich meinen guten Ruf aufs Spiel? Was ich glaube oder nicht glaube, Herr Lehofer, ist von Amts wegen ohne jede Bedeutung. Wann immer ich das Vergnügen hatte, bei Ihnen zu essen, gab es nie einen Grund zur Reklamation. Danke. Ich habe in dem Fasel die Weine von verschiedenen Lieferanten. Da muss einer drunter gewesen sein, der... Das mag schon sein, Herr Lehofer, aber das ändert nichts an der Tatsache. Sie sind als Wirt für das, was Sie ausschenken, verantwortlich. Und wie geht's jetzt weiter? Es wird eine Gerichtsverhandlung geben und es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als Sie nach dem Weingesetz zu verurteilen. Sie tun Ihre Pflicht, Frau Rath. Ich weiß. Aber für mich ist das eine Tragödie. Als Wirt nach dem Weingesetz verurteilt zu werden, das sperre ich besser gleich zu. Nichts für ungut, Frau Rath. Danke für Ihre Offenheit. Kaspar? Kaspar! Wie ist denn? Vielleicht ist er in die Stadt gefahren. Nein, er hat die Tür abgesperrt. Vielleicht hat er es vergessen. Du musst immer das letzte Wort haben.
Kaspar! Kaspar? Oh, Gottes Willen. Ein Messer! Nur ein Messer! Schnell, schnell! Ja. Ich brauch keinen Doktor. Ich bin in Ordnung. Bist du total übergeschnappt? Mein Gott, wegen einer Anzeige hängt man sie doch nicht auf. Das verstehst du nicht, Heinz. Das Gasthaus ist mein Leben. Der nimmt sich das dermaßen zu Herzen. Ich glaub's ihm einfach, dass er kein Weinbahn statt. Sag mal, und den armen Lehofer habt ihr jetzt allein gelassen? Na, der Rauscher ist noch bei ihm, aber der Kaspar hat mir in die Hand versprochen, dass er keinen Blödsinn machen wird. Und du glaubst ihm das? Müsstest du ihn nicht wegen Suizidgefährdung in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen lassen? Ich schick doch den Kaspar nicht in die Klapsmühle. Nein, Julia, ein zweites Mal macht er das nicht. Und was machen wir jetzt mit unserer Anzeige? Weißt du, von wem der Lehofer den Wein bezogen hat? Er hat Veltliner von 5 Weinbauern zusammengemischt. Das ist ganz legal. Ich hab die Namen. In Deutschland gibt es eine Isotopenforschungsstelle. Die können dir ganz genau sagen, welches Wasser im Wein war, wenn du ihnen die verschiedenen Wasserproben schickst. Die haben alle ihren eigenen Hausbrunnen. Das sind lauter kleine Betriebe, die nicht am Wassernetz von Retz hängen. Da bräuchten wir jetzt von jedem eine Wasserprobe. Können wir da besorgen? Na, offiziell über das Gericht kann ich das nicht machen. Und du als Gendarm auch nicht. Es liegt gegen keinen der Herren ein konkreter Verdacht vor. Trotzdem müssen wir dem armen Lehofer helfen. Heute ist so ein schönes Wetter. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen wandern. Oh, grüß Gott, Frau Rath. Noch herrliches Wetter heute, was? Ja, man kann nicht glauben. Gänz, ich bin schon so lange unterwegs und ziemlich durstig. Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Aber selbstverständlich, Frau Rath, kommen wir noch weiter, bitte. Bitte sehr, Frau Rath. Danke. Schmeckt's? Na, ist ganz wunderbar, Ihr Wasser. Gänz, könnte ich noch ein bisschen haben? Aber selbstverständlich, Frau Rath. Danke. Ich muss den Kühler mal in der Werkstatt nachschauen lassen. Jetzt kocht er schon das dritte Mal. Danke, Karl. Ist schon eng. Guten Tag, Herr Frischler. Sie haben doch sicher nichts dagegen, dass ich mich da ein bisschen ausruhe. Aber meine Wanderschuhe. Ist leicht was? Na, gar nichts. Die Füße tun mir weh. Die Schuhe sind so neu. Ja, da muss man aufpassen. Aber wissen Sie, was Sie brauchen? Ein kaltes Fußbad. Ein Fußbad? Warten Sie, ich bringe Ihnen eine Schaffe mit Wasser. Wer sehen, das wirkt Wunder. Na, wer sagt's denn? Der Isotopenbefund der Wasserprobe kam heute mit der Post und ist eindeutig. Ich wollte es dir persönlich sagen. Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Das tue ich auch nicht, aber nur Interesse halber. Wer war deiner Meinung nach der Weinpanscher? Kann ich in die Leute nicht reinschauen, aber ich tippe auf den Hintermeier. Falsch. Herr Leopold Frischler, bekennen Sie sich schuldig nach § 3 Absatz 3 des Weingesetzes, 1000 Liter Wein verfälscht zu haben? Indem Sie die Sorte Grüner Veltliner mit rund 20% Wasser aus Ihrem Hausbrunnen aufgefüllt haben. Jo, schuldig, Frau Rath. Aufgrund des Schuldbekenntnisses des Angeklagten verurteile ich den Angeklagten Leopold Frischler zu 17.000 Schilling Geldstrafe. Die Verhandlung ist geschlossen. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Mann betrügen könnte. Liebst du mich? Ach, Karin, was soll ich sagen? Na, die Wahrheit. Ja, ich glaube schon. Dann betrügst auch deinen Mann nicht. Liebe ist niemals Betrug. Thank you.
Gendarmerie, Fahrzeugkontrolle. Im Führerschein und die Wagenpapiere, bitte. Ich fahre heute noch nach Wien. Ich will nicht, dass die Kinder mich so sehen. Das verstehe ich. Aber du solltest trotzdem zu einem Arzt. Ich brauche keinen Arzt. Ich habe nichts gebrochen und die paar Kratzer, die sind ein paar Tagen verheilt. Aua! Bitte, bitte sag den Kindern, dass ich mich nicht verabschieden konnte, weil ich noch kurz vor meinem Abflug zu einer Besprechung nach Wien musste. Die werden enttäuscht sein. Ja, ich weiß, aber ich kann ihnen das nicht erklären. Aber mir bist du eine Erklärung schuldig. Stimmt. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe mich verliebt. Donnerwetter. Wenn die Verliebtheit schon so beginnt, wie endet sie dann? Mit einem Messer im Rücken? Ich hoffe nicht, dass der Polizeichef von Retz ein Messerstecher ist. Der Heinz?